Willkommen bei Tipps aus der Tierarztpraxis. Heute das Thema, meine Katze ist sehr scheu. Wie bringe ich sie zum Tierarzt und wie bringe ich dann am Schluss Medikamente rein? Scheue Katzen ist immer ein Thema für sich. Als erstes muss man erst einmal Vertrauen aufbringen. Und mein Tipp, bitte beherzigt, Katzenkorb immer als Rückzugsort der Katze anbieten. Das heißt, irgendwo hinstellen, dass die Katze nicht den Katzenkorb mit Tierarzt Besuch in Verbindung bringt. Also lasst es stehen, wirft ein paar Leckerlis rein, vielleicht ein Baldrian-Kissen oder Katzenminze-Kissen. Das fördert die Katze doch mal reinzugehen und sich vielleicht da drin mal wohlzufühlen. Wenn sie sehr scheu ist, gebe ich auch noch einen Tipp, Zahnputzflocken. Warum Zahnputzflocken? Da ist natürliches, enthaltenes Gaber drin. Und zwar, man kennt doch, wie die Glas Milch zum Einschlafen, das beruhigt. Und genauso funktionieren unsere Zahnputzflocken auch. Man müsste es halt 3 Wochen vor Tierarztbesuch täglich geben. 2-mal täglich. Jetzt habt ihr die Katze endlich beim Tierarzt und jetzt bekommt sie Medikamente mit. Ja, um Himmels Willen, wie bringt man einer scheuen Katze Medikamente rein? Im Tabletten kann man in guten versuchen. Man kann es unter Soßen verstecken. Oder ihr fragt den Tierarzt, ob man diese Tablette mörsern darf. Dann tut es das unter Thunfischpaste drunter oder ihr gibt es per Spritze rein. Mit Wasser aufgelöst, funktioniert auch sehr gut. Aber wenn sich jetzt die Katze wehrt, wie bringe ich jetzt Augentropfen rein, Ohrenmedikamente? Das zeige ich euch gleich. So, ich zeige euch jetzt, wie man eine Katze wrappt, wenn die ziemlich scheu ist, also einwickelt in ein Handtuch. Dazu braucht sie ein Handtuch und eine Katze. Wenn die Katze recht scheu ist, empfehle ich trotzdem, sie immer auf den Schoß zu setzen. Weil wenn man sie am Tisch hinstellt, das mögen viele Katzen nicht. Und vor allem eine Katze weicht ja immer aus. Also sie kann nur rückwärts mir gegen den Bauch laufen. Ihr nehmt jetzt dann das Handtuch. Wickelt sie ein. So, das ist sehr straff. Dann seid ihr schon mal von ihren Krallen geschützt. Wenn wir jetzt ein Augenmedikament eingeben möchten, dann nimmst du die hier unterm Arm. Am besten geht das vielleicht, wenn man zu zweit ist, natürlich einfacher. Alleine ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Super, Penny, super. Und so, zack, kann man die Augentropfen einfügen. Genauso wie Ohrenmedikamente. Sie findet das jetzt nicht toll, man merkt es. Ohrenmedikamente, wenn man sie gut eingewebt hat, ja, ist gut. Kann man hier jetzt dann die Ohrenmedikamente eingeben, einträufeln und dann einmassieren. Ja, Penny, super. Schatz, die Pfote ist sicher. Also die Pfote ist gut eingerollt, so kannst du mich nicht kratzen. Und Medikamente eingeben per Spritze kann man dann auch, wenn man hier seitlich dann langsam das Medikament eingibt. Natürlich gibt es auch ein paar Kandidaten, die beißen um sich. Dann lasst die Katze bitte laufen, bevor ihr euch verletzt und die Katze verletzt. Aber ich sage immer, im Guten versuchen. Für weitere Tipps aus der Tierarztpraxis, stellt uns eure Frage. Wir freuen uns auf euch.